Helldivers 2 ist gestorben, Black Myth Wukong wird seit 2 Wochen von jedem geliebt und Space Marine 2 droppt nächsten Montag. Und dazu kommt noch, dass Dragon Ball Sparking Zero nächsten Monat droppt und wir hoffentlich bald den Dragon Ball GT Trailer kriegen. Das sind wirklich ziemlich viele Games und wenn du nicht weißt, welches Game sich für dich am meisten lohnen würde, kommt hier der Schnelldurchlauf. Black Myth Wukong ist ein Action-RPG, ähnlich wie God of War, Stellar Blade und einer kleinen Prise Devil May Cry. Wenn du also Boss-Rushes liebst und dich wie der Affenkönig persönlich fühlen möchtest, hol dir das. Das Game hat zwar hier und da ein paar Probleme, worüber ich auch schon ein Video gemacht habe, aber im großen Ganzen ist es echt geil. Space Marine 2 ist das, was Helldivers sein wollte und nicht geschafft hat. Der Fall von Helldivers ist wirklich so traurig, ich bin so enttäuscht, was die Entwickler mit dem Game gemacht haben. Aber hey, Space Marine 2 macht genau das, was Helldivers verkackt hat, richtig. Customization, eine gemeinsame Kampagne mit bis zu 3 Freunden, Online-PvP und sehr, sehr, sehr vielen Missionen und eine Content-Roadmap, damit wir wissen können, was im Laufe des Jahres noch kommt. Genau, Helldivers, das hättet ihr vielleicht auch machen sollen. Sobald Space Marine draußen ist, werde ich auch ein paar Lore-Videos dazu machen, damit ihr auch alle checkt, was in diesem Universum eigentlich alles abgeht. Und zu Dragon Ball Sparking Zero muss ich nicht viel sagen. Jeder von uns hat Tenkaichi 3 gespielt, es ist ein Meisterwerk gewesen, das Spiel wird auch großartig, meine Freunde haben es alle auf der Gamescom gespielt und jeder hatte Spaß damit, okay? Wenn wir jetzt noch in den nächsten paar Wochen den Dragon Ball GT Trailer kriegen, dann ist vorbei, Game of the Year. Wir haben den alten Turniermodus zurück und den können wir auch online machen. Es gibt keine Beschränkungen, du kannst dein Team so viele OP-Charakteren reinpacken, wie du möchtest und wirklich keiner kann dich aufhalten. Wenn du das Geld hast, hol dir wirklich alle 3 Games, denn ich bin sicher, dass jedes einzelne von denen ein Game of the Year Kandidat sein wird und eigenständig ein Genre abdeckt, was die anderen Games wahrscheinlich nicht tun würden. Deswegen, liebst du Action-RPGs, hol dir Black Myth Wukong, falls du Shooter und Hack-and-Slash-Games, hol dir Space Marine 2 und magst du Fighting-Games und Dragon Ball, hol dir Sparking Zero. Ich werde jedes einzelne von diesen Games streamen und jetzt joine du endlich meinen Kult.